Ja, und das hier ist jetzt so ein Miniatur-Lösshohlweg. Also dadurch, dass hier schon seit Menschengedenken irgendwelche Wagen langfahren, hat sich halt wirklich in dieses Lössplateau, in dem ich mich gerade befinde, dieser tief eingeschnittene Weg eingefressen. Das gibt es auch in anderen Landschaften, werden diese Hohlwege aber so richtig krass tief, und das hier ist jetzt wirklich ein total harmloser, die können teilweise 30 Meter tief eingeschnitten sein hier im Kaiserstuhl, ja, dann ist es ein sicheres Indiz dafür, dass man sich in einer Lösslandschaft befindet. Weil der ist halt weich, ne? Die Wasserversorgung an diesem Wege ist aber auch sichergestellt. Und was für ein klares Wasserchen. Heieieiei. Na, das ist ja wirklich super, super klar. Nee, ich habe genug zu trinken. Aber da würde ich jetzt fast schon so draus saufen wollen. Ne? Also so ultimativ klar, also fast. Ich würde schon noch mal vorher ein bisschen lasern. Hab ab heute ja einen Steripen auf Touren dabei. Und das wäre jetzt ideales Wasser, um es mit dem Steripen aufzubereiten. Das würde hundertprozentig sicher, absolut ganz toll funktionieren. Da baut jemand eine Behausung. So direkt neben dem Weg. Ich weiß nicht, ob das so eine gute Idee ist. Ist wahrscheinlich wieder mal ein blödes Männchen, was denkt, davon irgendeine Frau überzeugen zu können. Das klappt doch nicht. Du brauchst eine Titantasse. Dann funktioniert das. So, ich komme höher in der Landschaft und das äußert sich dadurch, dass ich inzwischen durch ziemlich bewaldetes Gebiet latsche. Da vorne ist auch gleich alles Wald, da laufen wir jetzt rein. Ist nämlich so, dass die generelle Vegetationsaufteilung im Kaiserstuhl auch wieder nicht natürlichen Ursprungs, sondern menschgemacht, aber es ist schon charakteristisch, so aussieht, dass unten in den Tälern, an den Füßen der Hügel, ne, sind ja mehrere Hügel und hier mehrere Füße, da sind die Dörfer, da sind die Siedlungen, da wohnen die Leute. Dann im auslaufenden Bereich der Hügel, bis auf etwa halbe Höhe, man könnte sie auch Berge nennen, aber Hügel finde ich treffender, da befindet sich das Rebland. So, und ab ungefähr halber Berghöhe, also sprich ab so etwa 250, spätestens so ab 300 Metern über Meereshöhe, da kommen wir dann in den Bereich, in dem der Wald vorherrscht, weil so weit hoch wollten die Leute nicht mehr. Hat sich nicht gelohnt. Wenn die landwirtschaftlichen Flächen zu weit weg sind vom Hof, dann macht es keinen Spaß mehr. Ne? Dann lassen wir da lieber den ollen Wald stehen. Der interessiert dann keinen mehr. So, und dadurch, dass aus diesem Grund hier eigentlich schon immer Wald stand, ab jetzt dieser Höhe, haben wir hier besonders schöne Wälder. Und da der Kaiserstühler nicht darauf angewiesen war, hier großartig Fichtenwald hinzupflanzen, bei dem ging es gut, der hatte Wein, da hat man wenig Sorgen, wenn man viel Wein hat. Das ist jetzt eine reine Ben-Theorie. Haben wir hier auch ganz, ganz überwiegend Laubwald. Der ganze Kaiserstuhl ist noch mit Laubwald bedeckt. Man hat hier also gar nicht erst groß angefangen, viel mit Fichte aufzuforsten. Man muss sie regelrecht suchen, die Nadelbäume. Hier jetzt in der näheren Umgebung, da hinten, da oben im Kronenbereich, seht ihr, da sind ein paar. Und da steht eine Tanne rum, eine kleine vereinzelte. Aber man muss sich wirklich regelrecht Mühe geben, die Nadelbäume hier zu finden und die meisten, also nicht alle, aber die meisten Wälder hier sehen so aus. Und in dieser sonst doch wirklich durch Kultur geprägten Landschaft haben wir dann ab einer gewissen Höhe zumindest eins, nämlich relativ naturnahe Wälder mit einer ziemlich naturnahen Baumartenzusammensetzung. Also die Buche, die gibt es hier schon ordentlich.
sind noch ein paar viele Ahörner drin. Das ist vielleicht ein bisschen zu viel. Die werden gepflanzt sein. Aber schaut euch das halt mal an. Ne? Ihr seht es ja im Hintergrund. Das ist halt wirklich ein ausgesprochen schönes Stück Wald hier. Da gibt es doch wirklich nichts zu meckern. Ne? Das ist übrigens ganz typisch. Siedlungsnah. Erstmal die Gärten, ne? Also da, wo man sein Gemüse anbaut und so weiter und so fort. Bisschen weiter weg von den Siedlungen, schon immer so gewesen bei deutscher Siedlungsgeschichte, kommen dann die Äcker mit den entsprechenden größeren Anbau von Getreide. Haben wir hier jetzt nicht mehr, weil wir inzwischen hier nur noch Weinbau haben. Alternativ, das ist eben der Weinbau statt eben dem Getreideanbau hier in dieser Landschaft. Früher wird es ja auch noch Getreideanbau gegeben haben, aber Weinbau gab es ja wahrscheinlich wirklich schon immer, seit spätestens es Wein gibt. Also sprich, seit die Römer da waren, wird das hier wahrscheinlich schon Weinanbaugebiet gewesen sein. So, und ich muss mal das hier anders heben, damit mir nicht mal der Kopf abgeschnitten wird. Und dann kommt erst Streuobstwiesen, wenn es so welche gibt, beziehungsweise Weiden fürs Vieh. Und dann erst der Wald. Dass der Wald also das Letzte ist, was quasi von der Siedlung aus gesehen in der Vegetationsfolge folgt, das ist ganz normal. Hier im Kaiserstuhl zeigt sich es aber halt irgendwie besonders beeindruckend, eben dadurch, dass die Hügel oben halt alle bewaldet sind. Man kommt sich vor, als würde man da aus dieser reinen Kulturlandschaft so ein bisschen in die Urnatur reinmarschieren. Es sind hier auch alles Forste, kein Thema. Aber sie sind halt schon ein bisschen naturnäher als die meisten Wälder deutschlandweit. Und es gibt ja halt auch noch so einige kleine, wirkliche Kleinodien waldtechnischer Art. Unter anderem gibt es ja auch noch, noch vor gar nicht so langer Zeit als Niederwald bewirtschaftete Niederwälder. Das ist auch eine absolute Besonderheit, die, ich wüsste nicht, wo es noch welche gibt in der näheren Umgebung von mir. Es gibt in Bayern, in Franken zum Beispiel noch ein paar. Die Franken waren da relativ fleißig, was die Niederwaldbewirtschaftung angeht. Und in Frankreich haben wir auch noch ein paar. Es gibt hier sogar noch ein paar mittelwaldartige Strukturen. Also für diejenigen, die jetzt mit dem Begriff Nieder- und Mittelwald nichts anfangen können, guckt weiter meinen Kanal. Irgendwann erkläre ich es ausführlich. Jetzt ist mir das gerade echt, das sprengt jetzt mal den Rahmen. Ne? Man muss manchmal auch was anteasern und dann die Klappe halten. Also, ein kleiner Tipp für euer weiteres Leben. Wenn ihr den Geopfad macht, dann esst nicht an der Hütte, an der ich gegessen habe, gefühlte 3000 Kalorien Käsespätzle. Weil irgendwann kommt ihr zum Rüttefelsen. So, und um zum Rüttefelsen zu kommen, muss man von diesem, naja, von Steilheit her noch ganz gut begehbarem Weg da hoch. Und zwar wohl 70 Meter. Und jetzt erinnere ich mich auch wieder, als ich das letzte Mal hier war, da wollte meine damalige Gefährtin nämlich nicht hoch. War eher zu steil. Das heißt, ich muss da jetzt quasi schon allein aus vergangenheitsbewältigungstechnischen Gründen unbedingt hochsteigen. So, was ist jetzt hier dieser Rüttefelsen? Hier steht, Markgraf Karl Friedrich von Baden ordnete 1753 eine Suche nach Marmor auf seinem Herrschaftsgebiet an. Nach 15-jähriger Suche entdeckte der Forstsekretär Enderlin aus Bötzingen, den Brandjapis am Rüttefelsen auf Eichstättener Gemarkung. Das Gestein ist in angeschliffenen Platten überaus dekorativ. Für die Markgräfin Caroline Luise wurde daraus ein Steinschränkchen im Rokoko-Stil angefertigt. Es ist 87 cm hoch, 42 cm breit, 34 cm tief und besitzt 12 Schubladen. Zu besichtigen im Badischen Landesmuseum in Karlsruhe. Ich glaube, ich habe das Ding sogar schon mal gesehen. Das Gestein der Rüttefelsen war ursprünglich ein tertiärer Mergel, ähnlich dem des Rusentales. Aha, jetzt wissen wir Bescheid. Eine im Untergrund liegende, aber nicht aufgeschlossene heiße Magmamasse hat diesen in einen harten Hornfels umgewandelt, der im frischen Anbruch
noch die Schichtstruktur des ehemaligen Sediments erkennen lässt. Ja, also wie gesagt, ein kleines bisschen grundsätzliches geologisches Vorwissen ist auf diesem Weg wirklich nicht ganz verkehrt. Wenn du keine Ahnung hast, weiß ich nicht, ob dir dieses Schild wirklich weiterhilft. Zum Beispiel Mergel. Das hilft wirklich enorm, wenn man grundsätzlich mal so grob weiß, was ein Mergel eigentlich ist. Ich traue mich jetzt nicht zu, das jetzt großartig zu erklären. Aber grundsätzlich, so ein bisschen was habe ich schon kapiert. Ne? Aber ja, es ist manchmal echt nicht so einfach. Aber hier haben wir es wohl damit zu tun, dass halt eben ein in verschiedenen Schichten aufgelagertes Sediment aus verschiedenen Schichten bestehend, dann durch thermische Einwirkung quasi zu einem durchgehenden glatten Material, Marmor, eben zusammengeschmolzen wurde. Und das Resultat, das kann man hier auf diesen Bildern ganz schön sehen. Also das da oben ist dieses tolle Schränkchen für die Markgräfin. Und hier haben wir eben diesen polierten Marmor, der da schon sehr dekorativ aussieht. So, und jetzt soll man hier hochsteigen und da noch ein Sicherheitshinweis. Na, würdest du das mal ver... Geübte reichen auf diesem schmalen Pfad, die mit etwa 30 Meter Höhe gelegenen Felsen. Ja. Ich glaube, bei Geübten, da fühle ich mich jetzt total angesprochen. Mit 3000 Kalorien Käsespätzle im Magen. Also, lass die Finger von Käsespätzle. Käsespätzle sind echt nicht gut. Ist böse, ganz böse. Naja, jedenfalls bin ich jetzt hier oben. Resultat ist, schöne Aussicht. Und die blöde Felswand, da bin ich wohl gerade dran vorbeigelatscht. Weil dieses bisschen da hinten, das ist kein Feld, das ist Baum. Und das heißt, ich lasse es ja zurück. Sah so unspektakulär aus, dass ich nicht wusste, ob sie das jetzt sein soll, diese tolle Felswand. Das ist halt so mit den Geologen, ne? Das meiste, was die an Sehenswerten so haben, jetzt machen wir Geologen-Bashing, das befindet sich irgendwie in tiefster Tiefe und das sieht man eh nicht. Und deswegen muss man genau wissen, dass es da ist, um überhaupt zu erkennen, dass es interessant ist. So, ist total langweilig. Ist beim Wald ganz anders. Okay, da braucht man zwar auch mich, damit ich jemandem erkläre, dass das jetzt gerade interessant ist. Aber das ist ganz was anderes. Warum habe ich keinen Taschengeologen, wenn ich mal einen brauche? So zum Aufpusten oder so. Das wäre doch mal was. So, also ich vermute, dass die einzigen Felsen weit und breit sind, dass das hier irgendwie das sein soll. Und wenn sie das nicht sind, dann habe ich keine Ahnung, weil da vorne kommt definitiv nichts mehr in der Richtung. Also werden sie das hoffentlich gewesen sein. Scheiße, ist der Akku schon wieder fast leer. Ich bin generell ein bisschen knapp an Akkus heute. Aber es müsste noch reichen. Aber wahrscheinlich habe ich nicht mehr viel übrig, wenn ich hier fertig bin. Sonst muss ich mich am Schluss halt wirklich ein kleines bisschen zu kurz fassen. Egal, Akkuwechsel. Also die gute Nachricht, ich habe den Akkuwechsel genutzt, um mich ein kleines bisschen umzugucken. Und tatsächlich sind diese komischen, unspektakulären Steinchen, die hier größtenteils zugemoost sind, wohl wirklich diese Marmorbrocken. Wenn man sich jetzt hier das da mal anguckt, das sieht schon relativ spektakulär aus. Stellt man sich das jetzt schön glatt geschliffen vor, ja, dann haben wir tatsächlich Marmor. Hier kann man es auch noch so ein bisschen erahnen. Okay, dann nehme ich alles zurück. Ziehe mein Geologen-Bashing von gerade zurück und muss sagen, finde das jetzt gar nicht mal so unfaszinierend, diesen Klotz hier. Ne? Also, ja, doch, hat irgendwie was. Gut, dass ich hier hochgestiegen bin. Oh, hier sieht man es auch noch mal schön. Da. Also diesen Farbenreichtum im Stein, das ist schon beeindruckend. Ne? Das Moos ist übrigens auch nicht schlecht. Das müsste Schlafmoos sein, glaube ich. Oh, bin mir nicht hundertprozentig sicher. Ah, Moose sind nicht so einfach zu bestimmen. So, auf dem nächsten Schild steht, dass ich mich hier an der Hütte ein wenig ausruhen soll. Mache ich. Und... ich soll dem Trommeln der vielen heimischen Spechtarten, die es hier gibt, lauschen. Okay.
Trommelt niemand. Seltsam. Oh, da habe ich ein Trommeln gehört. Oh, was für ein Specht das wohl ist. Wahrscheinlich der Benchspecht oder so. Ja, diese Station hier nennt sich Forstwirtschaft. Da gab es jetzt ein paar Informationen zur hiesigen Forstwirtschaft. 10% der Gemarkung Eichstätten sind von Wald bedeckt. Das hält sich in Grenzen, möchte ich mal vorsichtig ausdrücken. Ja, das meiste ist halt eben Rebland. Und das sind 128 lächerliche Hektar Wald, die die hier haben. Wahrscheinlich habe ich so ziemlich jetzt jeden Winkel des Eichstättener Waldes gerade durchquert, wenn das gerade mal 128 Hektar sind. Also das ist sehr überschaubar, ne? Da brauchst du ein Zehntel Förster für. Ja, vielleicht ein Fünftel Förster. Sagen wir ein Fünftel Förster, wenn es ein glücklicher Förster ist, der sich freut, dass er nur wenig zu tun hat quasi. Oder wenig Fläche zu betreuen, ne? Aber das ist wirklich sehr überschaubar. Und das Witzige ist, dieser Wald ist Privatwald, so gut wie nur Privatwald, gehört also gar nicht unbedingt der Gemeinde, der wahrscheinlich zu irgendeinem Zeitpunkt auf die komplette Einwohnerschaft von Eichstätten aufgeteilt wurde. Da gibt es jetzt verschiedene Ursachen, wie solcher Kleinst-Privatwald. Irgendwie da stand was von durchschnittlich 15, 16 A pro Person. Ne? Also das sind wirklich bloß ein paar Quadratmeter. Das ist wirklich klein. Da gehören dir 6, 7 Bäumchen, so irgendwas um den Dreh. Also lächerlich, wie wenig Wald das ist. Jedenfalls, sowas entsteht oft, beziehungsweise ist oft entstanden, wenn Nutzungsrechte am Wald quasi dadurch abgelöst wurden, dass man Waldbesitzer wurde. Das hat man in der Vergangenheit teilweise mal so gemacht. Da gab es alte Nutzungsrechte am Wald. Das heißt, da hatte die Gemeinde so und so, die Einwohner der Gemeinde so und so quasi das Recht, so viel Brennholz zu schlagen, wie sie lustig waren, im Wald von sonst wo. Ne? Und diese Rechte, diese Sonderrechte im Walde, diese alten, das wollte man so nach und nach, wollte man das abbauen. Dass es also diese Sonderrechte nach Möglichkeit irgendwann gar nicht mehr gibt. Und da ist man halt eben dann so vorgegangen, dass man den Leuten quasi im Tausch für ihre Nutzungsrechte einfach ein Stück Wald zum eigenen Besitz, ne, also als Eigentum quasi angeboten hat. Der gehört ihnen dann ganz, aber dafür müssen sie ihre Rechte zum Nutzen vom allgemeinen Wald sozusagen quasi aufgeben. Ne? Und das wäre eine mögliche Erklärung, wie das dann halt eben zustande kam. Also zum Beispiel nehmen wir an, Eichstätten hatte ein allgemeines, so viel Brennholz, wie sie lustig sind, im Wald über Eichstätten schlagen, Recht, ein altes. Und dann ist der Staat hingegangen und hat gesagt, Leute, hört mal, jeder von euch kriegt 18 A Wald, aber dann lasst ihr das mit der wilden Brennholzklopperei da sein, damit wir hier den Wald auch erhalten können und er als Erholungswald, was er hier hauptsächlich auch ist, weiterhin zur Verfügung steht. Ne? Und seid ihr damit einverstanden? Wenn nicht, dann machen wir das trotzdem so. So ungefähr könnte das vielleicht abgelaufen sein. Also laut Schild gibt es hier wohl den einen oder anderen Waldbesitzer in Eichstätten, der keine Ahnung hat, wo sein Wald eigentlich genau liegt. Ist eine ganz lustige Geschichte. Eine andere mögliche Ursache für solchen Kleinstprivatwald kann mit der Säkularisation zusammenhängen, dass man also ehemaliges Kirchenland annektiert hat, als man viel Kirchenbesitz verstaatlicht hat. Die große Säkularisation, also sowas gab es ja immer mal wieder, aber die große ist von 1802, glaube ich. Und da ist es dann auch eben oft infolgedessen dazu gekommen, dass dieser Wald, der dann eben zum Staat überging und der Kirche weggenommen wurde, teilweise auch eben an Gemeinden dann anteilig pro Einwohner ein Stückchen vergeben wurde. Also das ist ein bisschen komplizierter, da muss ich mich auch noch mal ein bisschen in die Forstgeschichte einlesen. Die ganze Waldbesitzverteilung nach der Säkularisation, das ist so ein ganz fettes Brett, dieses Thema, wenn man sich damit auseinandersetzen möchte. Also das ist schon nicht so einfach.
So, jetzt möchte ich doch mal testen, ob man in diese Hütte zufällig reinkommt. Wenn die offen wäre, das wäre ja krass. Die hat nämlich einen Ofen, wie unschwer am Ofenrohr zu erkennen ist. Und ich glaube, dann bleibe ich wirklich noch einen kleinen Moment hier sitzen. Hier ist es jetzt gerade irgendwie so eine schöne Stimmung. Wir nähern uns auch meiner Lieblingsuhrzeit. Wenn es so anfängt, ansatzweise dunkel zu werden, wenn so eine Stimmung eintritt, dass du merkst, oh, die Tiere, die erledigen noch, was sie zu tun haben und stellen sich so langsam darauf ein, dass der Tag jetzt nicht mehr so lange dauert. Ne? Also wir haben jetzt noch etwa 1,5 Stunden brauchbares Licht und dann sollte es mehr oder weniger auch schon vorbei sein. Und ich finde, das merkt man im Wald. Da ist so eine bestimmte Stimmung. Ich hole ja selten den Waldesoteriker raus, aber ich finde, das spürt man irgendwie. Naja, wie gesagt, ich gucke mich noch ein bisschen rum und dann gehe ich weiter. Und jetzt sind wir aber auch bald oben. Ist nicht mehr weit. Eine Offenbarung. Ich bin offensichtlich über den Berg, weil das da hinten, ne? Das Gebirge da, das ist jetzt nicht mehr der Schwarzwald. Das sind jetzt die Vogesen. Und hier geht der Wind. Man merkt, dass man über dem Berg ist. Also das ist die andere Richtung. Da kommt das Wetter her. Deswegen der Wind, der jetzt kommt, der ist auch Gegenwind. Alles, wie sich das gehört. So, diese Wiesen hier, die sind jetzt noch bemerkenswert. Weil das sind diese berühmten Kaiserstühler Spezialwiesen, nenne ich sie jetzt mal in Unkenntnis des korrekten Ausdrucks. Naja, das sind schon ziemlich magere Wiesen, ne? Also keine Fettwiese, wie so ziemlich jedes Stück Rasen, das wir bei uns daheim wahrscheinlich vorfinden werden, sondern die hier sind hier schon wirklich relativ mager. Hier gibt es deutschlandweit die höchste Biodiversität der Orchideen auf diesen Wiesen hier. Also das ist demzufolge auch alles mindestens Landschaftsschutzgebiet. Kleinräumig gibt es massenweise Naturschutzgebiete, gerade solche Hänge wie dieses kleine räumige Habitat da vorne. Das könnte ich mir gut vorstellen, dass das sowas ist. Auch dieses Gestrüpp hier, nur auf der einen Bergseite, das ist auch ein bisschen verdächtig. Das ist auch in irgendeiner Form was Spezielles. Hätte ich jetzt noch Zeit, ihr seht den Sonnenstand, ne? Da ist nicht mehr so viel Zeit. Ich würde ja wirklich gerne mal rüber marschieren und da mal kurz reinschauen. Das würde mich gerade mal interessieren, was das für ein interessantes Gestrüpp ist. Aber es ist mir leider nicht vergönnt. Interessant ist aber wirklich auf jeden Fall eben diese Wiesen hier, diese speziellen. Das ist ein bisschen was Besonderes, ne? Also man könnte sich hier entsprechend umgucken. Außerdem ist alles Trinkwasserschutzgebiet und sogar Naturschutzgebiet. Ich dachte, das wäre nur Landschaftsschutzgebiet. Okay, ja, kein Wunder. Gut, damit hat sich da mal eben rüber marschieren auch schon erledigt, weil Naturschutzgebiet. Ne? Das ist dann natürlich keine Option. Gut, dann gehe ich weiter auf dem regulären Weg. Der führt uns jetzt da hoch und da hinten ist dann auch dieser Turm und das ist dann auch der höchste Punkt der Tour. Dann gibt es da noch einen kleinen Rundweg und dann war es das. So, und dann sind wir bei der nächsten Station, und zwar der sogenannten Lotharschneise. Angeblich hat man hier aufgrund dessen, dass der Lothar hier einen Haufen Wald platt gemacht hat, eine wunderbare Aussicht ins Tal. Ja, das Dumme ist nur, dass Lothar 1999 war und ganz unten auf dem entsprechenden Schild steht: Durch Lothar entstand in dieser Stelle ein toller Ausblick über den Ort Eichstätten in den nächsten Jahren, der in den nächsten Jahren auf natürliche Art und Weise wieder zuwachsen wird. Tja, offensichtlich sind die nächsten Jahre schon gewesen, weil so toll ist der Ausblick nicht mehr. Und wenn wir jetzt nicht Winter hätten, dann gäbe es hier überhaupt keinen Ausblick. Dann wäre hier nämlich alles belaubt. Jedenfalls haben sie nach Lothar hier wieder alles schön mit Buche zugepflanzt, dass da dann auch noch die ein oder andere Birke drin steht. Das ist ganz normal. Wenn du glaubst, es geht nichts mehr, kommt von irgendwo eine Birke her. Ja? Gerade insbesondere bei Sturmschäden, da kann man eigentlich nichts aufforsten, ohne dass da nicht plötzlich auch noch die ein oder andere Birke drin steht. Das ist ganz unmöglich. Die gibt es halt einfach überall und das ist auch gut so. Ne? Jetzt steht hier noch, auf einer Fläche von 1,5 Hektar hatten die hier Sturmschäden von 500 bis 700 Festmetern Holz.
So, das klingt jetzt für jemanden, der normale Waldgrößen gewöhnt ist, relativ lächerlich. 1,5 Hektar. Das waren bei uns ein paar hundert, ein paar tausend. 1,5 Hektar. Ja, allerdings haben die hier ja bloß 120 Hektar oder irgendwie. Und dann sind 500 bis 700 Festmeter bei einem normalen jährlichen Einschlag von 200 Festmetern dann doch vergleichsweise hoch. Das gebe ich dann zugegebenerweise zu, ne? Aber trotzdem, verglichen mit dem, was wir im Nordschwarzwald von Lothar gehabt haben, ist das hier Peanuts, nicht mal. Also die lieben Eichstättener werden es mir hoffentlich verzeihen, dass ich jetzt hier, dass ich mein Mitleid ein kleines wenig in Grenzen hält. Klar, der finanzielle Schaden für Eichstätten, das ist nochmal ein anderes Thema. Das ist ja ein etwa dreifacher Jahreseinschlag gewesen, was sie dann entsprechend umgefallen ist. Aber andererseits hält sich der finanzielle Schaden wahrscheinlich trotzdem in Grenzen, weil der finanzielle Gewinn, den man durch 128 Hektar Wald erwirtschaften kann, sich auch wieder ziemlich in Grenzen hält. Ne? Also mal hier nicht die wilden Pferde, die jungen Pferde scheu machen oder so ähnlich. Wie heißt das? Heißt das die jungen Pferde? Ich glaube schon. Gut, jetzt müsste ich aber wirklich gleich oben sein. Heieiei, so die letzten Meter, das zieht sich sogar noch ein bisschen. Hier haben wir jetzt übrigens das ganz Interessante, das ging da hinten auch schon los, jetzt unter anderem einen Douglasienwald. Also dieses Stück hier vorne jetzt, all diese dicken Nadelbäume, das sind Douglasien. Die wachsen hier aber auch ganz hervorragend. Man könnte meinen, na, vielleicht ein bisschen trocken, aber ja, denen scheint es ganz gut zu gehen. Funktioniert offensichtlich. Ich finde bemerkenswert, dass laut Schild geplant ist, hier im Eichstättener Wald quasi alles nach und nach auf Laubholz umzustellen. Und das, obwohl man schon sagen muss, gerade so ein paar Douglasien, wie sie hier jetzt rumstehen, Moment, hier zum Beispiel, das erhöht den finanziellen, den wirtschaftlichen Wert von so einem Wald doch ganz außerordentlich. Jetzt stehen die hier allerdings im Reinbestand. Das ist keine so eine gute Idee. Im Mischbestand mit Buche. Nach aktuellem Stand der Forschung ist das wohl so die ideale Art und Weise, das wissen die drüben in Freiburg ganz gut, um eben Douglasien ins Waldbild zu integrieren. Wenn ich quatschen muss, muss ich langsamer gehen. Freiburg ist ja quasi das Musterexperiment für Douglasienanbau. Also kein deutsches Forstgebiet, sage ich jetzt mal ganz vorsichtig, hat so einen hohen, schönen, ertragreichen, gut gepflegten und beispielhaften Douglasienbestand wie eben der Stadtwald von Freiburg. Außerdem sitzen die ja an der Quelle, was das forstliche Wissen in Baden-Württemberg angeht. Die Forstliche Versuchsanstalt Baden-Württemberg hockt da quasi direkt neben besagten Douglasienwald, wenn sie nicht sogar schon drin hockt. Das ist eine Definitionsfrage, je nachdem, wie man das dann auslegen möchte. Ich bin oben und hier erwartet mich eine schöne kleine Überraschung. Ich stehe hier nämlich vor einer historischen Mauer von 1500 Ungrad auf dieser Eichelspitze, also diesem Bergelchen hier inklusive Turm. Für diejenigen, die so ein Ding interessiert. Mich reizt das jetzt nicht so, ne, für die, die es noch nicht wissen. Ich habe ziemlich üble Höhenangst. Ich traue mich auf sowas, insbesondere wenn es da noch ein Stahlgestell ist, wirklich hinten und vorne nicht hoch. Also da müsste, nein, da weiß ich nicht, was Leckeres da oben zu essen liegen sollte, dass ich mich da hoch traue. Also, nee, das ist eher schlimmer geworden mit dem Alter. Als Kind bin ich dann teilweise auf halb so hohe Türme noch hoch, das würde ich mir jetzt auch heute vielleicht noch zutrauen. Vielleicht noch halb so hoch, aber dann auch noch auf dem Berg und Turm. Nee, aber jedenfalls, dieses Ding hier, das ist eine kleine Einsiedlerei, also die Reste davon. Es muss hier eine winzige Kapelle gegeben haben und ein Gebäude mit zwei Wohnräumen. Worin ich hier stehe, ist wahrscheinlich die Kapelle. Jetzt gucken wir hier mal auf die Umrisse. Ich hoffe, man kann das sehen. Und da drüben haben wir die beiden Wohnräume, beziehungsweise ein Wohnraum, Stube
und vermutlich eine Küche. Und man vermutet, dass diese Einsiedelei wohl zu einem nahegelegenen kleinen Kloster, 3 Kilometer entfernt, gehört hat. Und ja, also das ist doch so ein schönes kleines Detail, was hier wirklich ganz interessant ist. Also das einzige erhaltene Mauerwerk ist eben dieses Stück Mauer. Aber immerhin, man wusste lange Zeit, wohl nach dem, was ich auf dem Schild lese, auch gar nicht genau, wo diese kleine Einsiedlerei gelegen haben soll mit der zugehörigen Kapelle, ist offensichtlich hier. Ja, schönes kleines Detail, dass ich hier oben sogar noch ein historisches Fleckchen finde. Hatte ich nicht erwartet. Das gefällt mir jetzt sehr gut. Da drüben hat es noch diverse Stühle und Bänke, wo man ein Päuslein einlegen kann. Da hinten hat es ein paar Bäume umgeschmissen, da ist ein Weg gesperrt. Aber hier kann man jedenfalls theoretisch Platz nehmen. Das spare ich mir jetzt. Es wird halt eben nicht heller. Wir haben jetzt 16.43 Uhr. Ne? Das Licht zum Filmen, das ist jetzt dann demnächst weg. Ich komme problemlos noch ohne Taschenlampe wieder zurück. Aber ich glaube, das wäre es jetzt auch gewesen. Da unten, wo ich das Naturschutzgebiet entdeckt hatte, da gab es noch eine Tafel, an der ich, die für den Rückweg gedacht ist. Also dieses letzte Stück des Weges, hier einmal auf den Gipfel, das ist quasi als Rundweg konzipiert. Und ab dann gibt es halt einen direkten Weg zurück zum Parkplatz quasi. Da gibt es dann auch keine besonderen Sehenswürdigkeiten mehr. Der führt mehr oder weniger einfach geradeaus, wo ich jetzt bisher wirklich in Schlangenlinien den Berg hochgelaufen bin, an allen möglichen geologischen Sehenswürdigkeiten entlang. So, für diejenigen, die sich jetzt noch gerne das hier durchlesen möchten, versuche ich euch das mal so einigermaßen lesbar ins Bild zu bringen. Da müsst ihr jetzt Pause drücken und lesen. Und die andere Seite, auch da bitte Pause drücken und lesen, finde ich sehr lesenswert. Insbesondere diese schöne Schilderung des Pilgers, der hier entlang gekommen ist, damals. Das finde ich jetzt richtig, richtig schön gemacht. Es gibt hier auch wieder das übliche Geofahrtschild. Das ist aber auch nicht unbedingt informativer als das andere Schild. Ne? Also, ich mache mich auf den Rückweg. Wie gesagt, da unten war noch ein Schild. Dazu sage ich dann noch ein paar Worte. Nicht mehr viel. Und dann haben wir es. Dann sind wir durch. Ein schöner Weg. Wirklich ein schöner Spaziergang. Das ist auch durchaus was für eine ganze Familie. Bei mir geht es jetzt so lange, weil ich dauernd noch überlege. Oder könnte ich noch was erzählen? Hier könnte ich noch was erzählen. Deshalb dauert das halt in meinem Fall den ganzen Tag. Bei normalen Menschen kann ich mir schon vorstellen, dass man das Ding locker reine Gehzeit in 2 Stunden hinkriegt und dann nochmal zurück. Ja, 20 Minuten steht auf dem Schild. Vielleicht ist es eine halbe Stunde. Aber das ist, glaube ich, wirklich machbar. Und dann macht man noch ein gemütliches Päuschen. Dann ist man insgesamt vielleicht 4 Stunden unterwegs. 4,5, wenn man ganz gemütlich ist. Und 5, wenn man super, super gemütlich ist. Aber mehr kommt dann auch nicht mehr zusammen. Außer man ist ich und erklärt unterwegs noch was. So, vorletzter Stopp, Päfz. Dieser Wald ist anders, nachhaltig bewirtschaftet und zertifiziert. Ein Video zu diesen Waldlogos, sowohl Päfz als auch FSC, ist in Mache. Ich habe gerade vorgestern habe ich ein bisschen rumrecherchiert und schon mehr erste Notizen gemacht, vor allen Dingen zu FSC. Also ganz kurz vielleicht, weil ich jetzt gerade da stehe, es gibt 2 große Forstzertifizierungsunternehmen, Unternehmen in Anführungszeichen, also die sind mehr oder weniger gemeinnützig, beziehungsweise haben einen Non-Governmental Organization Status, sage ich jetzt mal ganz vorsichtig. Und das ist einmal hier eben PEFC, P-E-F-C. Ich kann mir nie merken, was das ausgesprochen heißt. Und das andere Ding, das ist der FSC, das ist der Forest Stewardship Council. Also das Forest Stewardship Council. So. Und ja, die beide geben quasi ihr Siegelchen zu entsprechendem Wald ab und kleben dann da quasi ihr Logo drauf, um zu sagen, dieser Wald ist besonders gut bewirtschaftet, besonders nachhaltig, besonders umweltschonend, besonders intelligent
Und im Fall von FSC werden zum Beispiel auch die Rechte indigener Völker nicht verletzt. Ist in Deutschland relativ einfach. Wir haben keine indigenen Völker. In anderen Teilen der Welt ist das durchaus ein wichtiger Punkt, den man beachten sollte für eine ideale Waldbewirtschaftung. So, ganz grob kann man sagen, so ein PEFZ-Zertifikat, da musst du nicht viel machen für. Da reicht die normale, ohnehin schon sehr nachhaltige, sehr stark reglementierte und sehr stark kontrollierte deutsche Forstwirtschaft schon ziemlich nah dran sowieso. Wenn du dann noch ein winzig kleines bisschen Zusatzaufwand betreibst, dann kannst du deinen Wald relativ problemlos PEFZ zertifizieren lassen. Das Gute ist also, ein PEFZ-Zertifikat spielt flächenmäßig, sagen wir mal Anteil der PEFZ-zertifizierten Wälder an Deutschland, eine gewisse Rolle. Also das ist durchaus ein Anreiz für einen Waldbesitzer, sich ein PEFZ-Zertifikat zu holen. Man kann es auf sein Holz draufkleben, sieht gut aus und ist machbar, eben dieses Zertifikat zu bekommen. Nachteil, ja, so viel toller als stinknormale Forstwirtschaft ist halt eben eine PEFZ-zertifizierte Forstwirtschaft nun mal nicht. FSC ist so ein bisschen das andere Extrem, beziehungsweise da gibt es zwei Lager. Es gibt auch Leute, die sagen, das FSC, das geht immer noch nicht weit genug. Also das ist immer noch zu einfach, das FSC-Zertifikat zu bekommen. Verglichen mit dem PEFZ musst du aber einen Haufen Auflagen erfüllen, um deinen Wald FSC zertifizieren zu lassen und dann ein FSC-Logo auf dein Holz draufkleben zu können. Gerade auch bürokratisch ist da jede Menge Nachweisarbeit vom entsprechenden Waldbesitzer notwendig, um überhaupt beweisen zu können, dass er echt die Anforderungen des FSC-Zertifikats erfüllt. Das heißt, weil es relativ schwierig ist, daran zu kommen und weil der Prozess zum Bekommen dieses Dings auch vergleichsweise teuer ist, da muss nämlich alle mögliche Zeug gegutachtet werden und so weiter und so fort, und das kostet natürlich Geld, führt es einfach dazu, dass kaum deutsche Wälder, also wirklich eine geringe Waldfläche, überhaupt FSC-zertifiziert sind. Das sind dann so besonders naturnahe Ausnahmewälder wie der Wald vom Wohleben, soweit ich weiß. Deswegen kann man sich da echt streiten, ob der Weg, den FSC geht, das so schwer zu machen, dieses Zertifikat zu bekommen, der richtige ist. Was sie andererseits wiederum richtig machen, ist, dass das FSC-Zertifikat je nach Land unterschiedliche Anforderungen stellt. Also in Deutschland muss quasi alles tippitoppi, absolut, ultimativ super sein, damit du das Ding bekommst. Hingegen zum Beispiel in Brasilien oder so, da reicht's in Anführungszeichen schon, wenn man eine halbwegs nachhaltige Forstwirtschaft hinbekommt unter den dort herrschenden Bedingungen, dabei nicht allzu sehr mordet, plündert und vergewaltigt und ein bisschen Rücksicht auf die dortigen, durchaus vorhandenen indigenen Völker nimmt und dabei zumindest so eine grobe Vorstellung von einem Nachhaltigkeitsplan für die Waldnutzung hat. Ich übertreibe das jetzt maßlos, aber die Idee finde ich eigentlich ganz gut, dass in anderen Ländern einfach andere Maßstäbe angesetzt werden sollten, weil es gehört durchaus belohnt, wenn das im Urwald Brasiliens zum Beispiel, nur Brasilien ist jetzt nicht der einzige Fall, in dem das so abläuft, aber trotzdem, allein schon ein andererseits, wenigstens, wenn man schon Holz von da kauft, dann wenigstens welches von da zu kaufen, wo es ein bisschen besser läuft. Weil mit ein bisschen besser, mit ganz einfachen Maßnahmen, kann man die Entwaldungsrate des tropischen Regenwalds schon drastisch reduzieren. Dann wird zwar immer noch entwaldet, aber viel, viel, viel langsamer. Und ich finde, das ist per se schon mal ein Gedanke, den man durchaus fördern sollte, wenn man die Gelegenheit dazu hat. Also sollte man zum Beispiel wirklich mal für irgendeine spezielle Anwendung Tropenholz gerne verwenden würden, wollen, dann würde es sich durchaus anbieten, halt mal bei einem entsprechenden Holzspezialhändler, da reicht der Baumarkt nicht, da muss man dann schon zu einem Spezialisten mal anzufragen, ob man nicht FSC-zertifiziertes Tropenholz für irgendeine Spezialanwendung eventuell haben könnte, sofern man zum Beispiel irgendeinen Kunden an der Hand hat, falls man mit Holz handelt oder wer auch immer in diesem Gewerbe tätig ist, der dann dafür bereit wäre, einen vielleicht 20-30% höheren Preis zu bezahlen. Wie für Mondholz. Böser Seitenhieb. Aber das,
Das ist mal eine ganz andere, ganz andere Baustelle. FSC-zertifiziertes Holz im Vergleich zum Mondholz. Ja, aber es ist ein sehr komplexes Thema. Jede Menge Licht und Schatten. Und das lagere ich natürlich aus. Wie gesagt, Video dazu war bereits in Vorbereitung. Hätte ich jetzt nicht das PEFZ-Logo da hinten gesehen, hätte ich dazu jetzt auch gar nichts erzählt. Wird noch ein bisschen dauern, bis das dann entsprechend fertig ist. Ich habe auch noch diverse andere Eisen im Feuer. Die Ideen gehen mir in den nächsten 3 Jahren schon mal mindestens nicht mal im Ansatz aus. Die Liste ist so lang. Gut. Der Punkt, der hier eigentlich noch eine Rolle spielt, ist gerade mal diese Hütte da hinter mir. Die wurde von einem Einwohner von Eichstätten tatsächlich in Eigenregie gebaut. Der hatte bestimmt Spaß und finanziert und ist einfach eine Rasthütte für Wanderer. Sehr schön innen eingerichtet. Ist jetzt schon zu dunkel, da sieht man schon nichts mehr drin. Hat sogar ein Glasfenster, das ist aber glaube ich Plexiglas, macht ja nichts. Trotzdem, da windet es halt nicht rein. Es gibt sogar Bilder an der Wand, sieht wirklich sehr, sehr, sehr gemütlich aus. Man soll natürlich kein Feuer drin machen. Ich könnte mir schon vorstellen, dass der ein oder andere da sicher auch schon drin übernachtet hat, was ja auch kein großes Problem sicherlich darstellt. Ich finde es auch schön, dass sie hier extra nochmal ein Schild dazu schreiben und extra nochmal hinschreiben, dass man hier kein Feuer machen soll. Oh, da drüben sehe ich schon ein verkohltes Stück Holz. Na, war jetzt klar. War ja klar. So eine Stelle bietet sich natürlich an. Ne? Guckt euch die Aussicht an. Wer will da nicht hier mal ein bisschen einen gemütlichen Abend vollbringen. Das kann man schon so ein bisschen nachvollziehen. Dass man natürlich kein Feuer machen sollte, versteht sich von selbst, insbesondere an stark frequentierten Stellen wie dieser hier. Da müssen wir uns ja bestimmt nicht drüber unterhalten. Meine Position dazu ist ja allgemein bekannt. Man kann ja schon mal ein Feuerle machen, darf man natürlich nicht, aber kann man tun. Ne? Können tut man ja vieles, aber zumindest vielleicht nicht unbedingt an so einer besonderen Stelle, direkt quasi vorm Schild Naturschutzgebiet. Nein, also ganz ehrlich, nein. Ja, das war noch ein bisschen, oh, schaut euch mal diesen Waldrand an. Der ist doch mal schön. Der hat auch so ein bisschen Märchenwaldcharakter. Also hier könnte ich wirklich noch ein bisschen da auf Erkundung gehen. Hier gäbe es bestimmt noch so einige kleine Details zu entdecken. Hier könnte man auch prima mal eine kleine Exkursion machen. Also mit Menschen. Schon wirklich eine schöne Ecke hier. Also gerade so diese Kammregion von diesen Kaiserstuhlbergen. Das ist sowas ganz Besonderes. Und diese Wiesen da hinten. Ha! Mir gefällt es hier. Und jetzt ist wirklich so die Zeit, wo es jetzt so richtig dunkel wird. So meine Lieblingszeit eben. Diese Stimmung, bei uns heißt das Einachte. Also frei übersetzt Einachten. Ja? Also wenn es langsam Nacht wird, die graue Stunde. Ich mag das total. Das ist so meine Lieblingszeit. Und gerade wenn ich dann mal wieder woanders bin, ich muss noch mal vielleicht kurz dazu erzählen, wenn ich jetzt schon am Labern bin, ich war echt zu lange nicht mehr auf einem kleinen Ausflug. Das hat mir jetzt so Spaß gemacht, diese kleine Wanderung. Ist ja echt nichts Großes, aber einfach mal wieder eine ganz andere Landschaft sehen. Und der Kaiserstuhl ist eine ganz andere Landschaft. Das war einfach sehr, 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 sehr angenehm und sehr schön jetzt. Hat mir jetzt großen Spaß und große Freude gemacht. Sehr entspannend auch. Und es ist so wahnsinnig ruhig hier. Es ist natürlich schlau, dass ich werktags unterwegs bin. Ne? Die meisten Leute, am Wochenende wäre hier bestimmt auch der ein oder andere Wanderer unterwegs. Selbst bei schlechtem Wetter. Aber jetzt so werktags ist relativ ruhig. Hat schon was für sich, wenn man seine Arbeitszeiten sich selbst einteilen kann. Ne? Ach ja. Das war wirklich eine schöne Tour. Also wer in der Gegend zufällig wohnt oder hier mal vorbeikommt und sich nicht sicher ist, welche Tour im Kaiserstuhl soll ich denn mal machen und man hat nur so einen Nachmittag Zeit, sage ich jetzt mal ganz vorsichtig, oder auch halt wirklich nur einen kürzeren Nachmittag, das ist ja wirklich in 3 Stunden zu bewerkstelligen, selbst mit einer kleinen Pause, dann empfehle ich den Geofahrt Eichstätten. Es gibt die Wanderkarte, die auch überall aushängt, in diversen Stellen angeschlagen ist. Hier in der Hütte hängt sie auch nochmal, also man kann sich quasi nicht verlaufen. Ja, gibt es auch im Internet. Alles eine rundum sehr gelungene kleine Tour. Lediglich eben bei den geologischen Informationen, das ist vielleicht doch teilweise ein bisschen, da kann man nicht viel mit anfangen als Nichtfachmann. Da müsste man mit dem Handy auf Wikipedia dann vielleicht das ein oder andere noch nachlesen. Ich habe zwar ein Smartphone, aber ja, Wikipedia ist wahrscheinlich noch so ziemlich die einzige Seite, die dieses Ding noch aufgerufen bekommt. ja.
Ich bin raus. Macht's gut. Danke fürs Mitkommen. Und bis zum nächsten Mal, ne? Und ich schalte dann für meine Patronen wieder eine kleine Umfrage, wo es im Februar hingehen soll. Macht's gut.